Welche Erfahrungen ziehen Sie persönlich aus der Corona-Krise und welchen Einfluss hat das auf Ihre politische Arbeit? Also ich glaube, die erste Erfahrung war, dass unsere Gesellschaften völlig unvorbereitet in diese Pandemie gestolpert sind. Es gab ja Warnungen im Vorfeld, die sind ignoriert worden, mit all den Folgen, die das dann hatte. Zweite wichtige Erfahrung ist, dass auf dem Höhepunkt der Pandemie es die Pflegekräfte waren, insbesondere, die relevant waren und die viel zu schlecht bezahlt sind und von denen es viel zu wenig gibt. Deswegen fordert die Linke 100.000 neue Pflegekräfte in den Krankenhäusern, aber auch in den Pflegeheimen. Und die dritte wichtige Erfahrung ist, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland international drastisch gestiegen ist. Die Milliardäre sind zahlreicher und noch reicher geworden. Es gibt Hunger auf der Welt, es gibt viel mehr Arme auch. Und das muss im Mittelpunkt stehen bei der Bewältigung dieser Krise. Wie viel Handlungsbedarf sehen Sie in Sachen Klimaschutz und was sind Ihre konkreten Konzepte? Also Klimaschutz, der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Jahrhundertaufgabe. Wir brauchen massive sozial-ökologische Investitionsprogramme, um die zu bewältigen. Ein wichtiger Punkt ist die Energiewende. Wir brauchen den schnellen Ausstieg aus der Braunkohle. Wir sagen bis 2030. Wir brauchen Klimaneutralität in Deutschland bis 2035. Zweitens braucht man eine umfangreiche Investition in den öffentlichen Personennahverkehr, bessere Zugverbindungen, mehr Fahrradwege, bessere Taktung des Busverkehrs. Das klimapolitisch sinnvolle Verkehrsmittel muss auch gleichzeitig das Attraktive sein. Das Ganze ist nur zu bewältigen, wenn es sozial stattfindet und in internationaler Kooperation stattfindet. Welche weiteren Themen in Ihrem Wahlkreis halten Sie für wichtig und wie wollen Sie diese anpacken? Ich glaube, hier im Wahlkreis in Aachen ist auch das Thema der Bildungsungleichheit, der besonderen Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Krise ein Riesenthema. Ich werde oft darauf angesprochen. Wir brauchen eine massive Stärkung der Bildung. Deutschland ist eines der Länder, wo soziale Herkunft und Bildungschancen am weitesten auseinanderklaffen unter den Industrieländern. Und das ist auch eine bundespolitische Aufgabe. Wir brauchen hier große Investitionen. Es gibt einen großen Nachholbedarf durch die Schulschließungen. Also das ist ganz zentral, denke ich. Ein zweiter wichtiger Punkt hier in Aachen ist, dass Aachen umgeben ist gleich von drei Atomwaffenstützpunkten. Ich finde es wichtig, dass die Atomwaffen abgezogen werden und dass Deutschland dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, so wie es auch die Stadt Aachen fordert.